Es ist uns ganz wichtig, dass diejenigen, die das Talent haben, dass die wirklich hier in die Hochschulen auch kommen können. Und wir wollen in einem großen, in einem offenen Prozess mit möglichst vielen jetzt darüber reden, wie machen wir unser Hochschulgesetz besser? Wie sorgen wir dafür, dass die Hochschulen wirklich ein gutes Studium gewährleisten können, dass Demokratie gesichert ist? Und das werden wir sicherlich hier auch heute diskutieren. Wir wollen jetzt wirklich erstmal einen richtigen Diskussionsprozess. Wir haben Ziele, mehr Mitsprache, mehr Partizipation, wirklich das Studium besser machen. Diese Ziele haben wir, aber den Weg, wie wir das erreichen, das möchten wir gerne mit möglichst vielen diskutieren. Die Hochschulen brauchen einen Rahmen, in dem sie entscheiden können. Was sie aber auch brauchen, ist die Gesellschaft rundherum. Die Gesellschaft finanziert diese Hochschulen. Hochschulen haben eine gesellschaftliche Verantwortung. Und dieses Wechselspiel zwischen auf der einen Seite frei sein und auf der anderen Seite Verantwortung haben, das muss man auspendeln. Jetzt bin ich sehr sicher, dass wir eine Mehrheit dafür bekommen, die Studiengebühren abzuschaffen. Und dann sind sie im Wintersemester weg. Wir wollen, dass das dann im Haushalt auch sichergestellt wird, dass das im Haushalt steht, dass das Geld für die Studiengebühren an die Universitäten, an die Fachhochschulen gegeben wird. Und ich glaube nicht, dass es nochmal eine Mehrheit für Studiengebühren gibt. Also mir wäre sehr wichtig, wenn Sie irgendjemanden treffen, der sich Gedanken macht, soll ich studieren oder nicht, schicken Sie den an die Hochschulen, lassen Sie sich gut beraten, ein Studium lohnt sich. Und wenn Sie dann sich selber noch was Gutes tun wollen, dann engagieren Sie sich bei den Studierenden hier. Es gibt so viele Möglichkeiten, es gibt Fachschaften, es gibt Asten. Das, was man da lernt, das kann man später im Beruf, muss man das teuer bezahlen, was man da mitnimmt und lernt. Also mich würde es sehr freuen, wenn sich möglichst viele auch für die Studierendenschaft hier einsetzen.